Im zweiten Lauf der TCR Germany am Sachsenring startet die Top 10 des Zeittrainings in umgekehrter Reihenfolge. Der Niederländer Nils Langefeld geht von der Pole ins Rennen, eine denkbar perfekte Ausgangslage für den Tabellenzweiten. Und Langefeld zieht gleich rüber und macht die Lücke zu, um seine Führung zu verteidigen. Michel Halder dahinter, gefolgt vom meisterschaftsführenden Harald Protschek. Dann verabschiedet sich Benjamin Leuchter ins Kiesbett und auch Mike Halder katapultiert sich ins Aus. Der Gesamtvierte fällt weit zurück. Luca Engstler hier mit einem starken Manöver, vorbei an Max Hesse auf den vierten Platz. Die Reihenfolge nun also: Langefeld vor Michel Halder, Harald Protschek und Luca Engstler. Auch der Finne Antiburi im Angriffsmodus will hier sein Landsmann Nico Cancun kassieren. Im Kampf um Platz 9 geht es eng zu, doch Cancun bleibt cool, macht keinen Fehler und verteidigt seine Position. Vorne ein packendes Duell um den Laufsieg. Michel Halder macht Druck auf Nils Langefeld. Der hat offensichtlich Probleme, das Tempo hochzuhalten. Halder ist dicht dran an Langefeld und auch Harald Protschek lauert dahinter auf seine Chance. Der Österreicher fällt anschließend aber zurück. Luca Engstler geht vorbei. Engstler heute mit einem starken Ritt, schnappt sich anschließend auch Platz 2 von Michel Halder. Die letzten Meter und Nils Langefeld verliert da plötzlich die Nerven, geht hart in die Kurve rein, driftet und muss gegenlenken. Engstler, Halder, Eberle und Protschek bedanken sich. Langefeld ist nur noch Fünfter. Luca Engstler lässt sich die Führung nicht mehr nehmen und bringt den Sieg souverän nach Hause. Michel Halder auf 2, Pascal Eberle wird Dritter. Der Kampf um den Meistertitel könnte kaum spannender sein. Luca Engstler 8 Punkte vor Harald Protschek, Nils Langefeld nur noch Gesamtdritter. Das große Finale der TCR Germany findet in 2 Wochen in Hockenheim statt.